Freunde der Sonne, Walle mal wieder hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nach langem Warten ist es mal endlich wieder soweit. Ihr bekommt ein neues Video von eurem Lieblings... von mir. Wir machen heute wahnsinnige 300 normale Wheelspins auf und über 110 Super Wheelspins. Das ist mit Abstand das größte Wheelspin-Opening, das ich hier gemacht habe. Und weil ich ja immer so verdammt viel Glück habe mit den Wheelspins und nie Klamotten kriege, verbinden wir dieses Video und meinen Frust über die ganzen Klamotten, die ich aus den Wheelspins ziehe, mit etwas Positivem. Und zwar werde ich für jedes Kleidungsstück und jede Hupe oder halt so kosmetische Sachen, also alles, was nicht Geld oder Auto ist, 2 Euro spenden an wohltätige Zwecke. Wahrscheinlich für eine Covid-19-Hilfe-Fonds oder sowas, da gibt es ja verschiedene Sachen. Und dann haben wir also nicht nur ein lustiges Video, sondern machen sogar noch was für den guten Zweck. Und wahrscheinlich wird das mehr sein, als ich mit diesem Video hier jemals verdienen werde. Insofern würde ich mich freuen, wenn ihr zumindest einen Daumen nach oben da lasst. Schritt Nummer 1. Ich habe über die letzten Monate relativ viel Forza gespielt und mein Geld mühsam beiseite gelegt. Jetzt habe ich auf dem Konto 36 Millionen. Davon wenn wir jetzt mal einen Teil investieren. Ich habe nämlich tatsächlich immer noch nicht alle Spielerhäuser. Und wir kriegen halt auch teilweise, wenn wir die Häuser kaufen, Wheelspins. Ihr versteht, mehr Häuser, mehr Wheelspins, besseres Video. Das heutige Video hat übrigens keinen Sponsor, sondern wird euch präsentiert von meiner ehrenwerten Community. Ich bin ja jetzt schon eine ganze Weile hauptsächlich Streamer, deswegen ist auch auf YouTube so wenig los. Und der ganze Bums hier finanziert sich halt durch den Support meiner Community. Wir streamen aktuell relativ viel Forza Horizon 4 tatsächlich. Also zum Beispiel machen wir jeden Donnerstag, wenn die Jahreszeit wechselt, die ganzen Saisonherausforderungen. Da spiele ich mit ein paar Zuschauern zusammen dann die ganzen neuen Rennen und so weiter. Und zum Beispiel jetzt am kommenden Dienstag, am 5. Mai 2020, werden wir auch mal wieder einen kleinen Eliminator-Stream machen gegen Abend. Also wenn ihr Bock habt, schaut gerne mal vorbei bei Twitch. Link dazu natürlich in der Beschreibung. Und vielleicht will ja sogar jemand von euch am Donnerstag mal mitspielen im Multiplayer. Ich würde mich freuen, wenn ihr reinschaut. So, aber hier ist auch schon das erste Spielerhaus, Thatch Corner. Ich will jetzt gar nicht lang schnacken. Wir kaufen kurz alle Häuser und dann geht's auch schon rein in die Wheelspins. Ich kümmere mich um den Papierkram. Bleib einfach an Land, bis ich wieder da bin. Damit haben wir schon mal 2 weitere Super Wheelspins eingesammelt und ein neues Haus. Und hier vorne wartet auch schon das nächste Haus, nämlich Derwent Mansion. Das kostet, glaube ich, 1,5 Millionen. Ist also ganz gut, dass ich ein bisschen Geld angespart habe. Oh, ich muss kurz ein Foto machen. Moment. So. Bei 100 und bei 200 kriegt man neue Autos, deswegen lohnt es sich, die Fotos zu machen. So, hier ist das nächste Haus. Derwent Mansion, 1,5 Millionen. 5 weitere Super Wheelspins. Wir gehen rein. Um den Papierkram kümmere ich mich. Warum siehst du dich nicht ein wenig um? So, was mir auch noch fehlt, ist die Huntsman Lodge mitten im Wald hier. Es ist wirklich schlimm mit mir. Eine kleine Hütte im Wald. Kostet aber trotzdem schlappe 750.000. 3 weitere Super Wheelspins. Und damit fehlt mir nur noch eine einzige Immobilie in diesem Spiel. Und das ist auch ausgerechnet die teuerste, nämlich Edinburgh Castle. Schicke kleine Hütte für günstige 15 Millionen Credits. Und das sollte dann auch das letzte Haus sein, das mir noch gefehlt hat. Da gibt es den Alfa Romeo P3 und 10. Freunde, 10 Super Wheelspins. Oh, das schmeckt. So, und nachdem wir jetzt mal eben knappe 19 Millionen ausgegeben haben, es tut ein bisschen weh in der Geldbörse, aber ich hoffe, wir kriegen es mit den Wheelspins wieder rein. Ich hole mir jetzt noch schnell eine neue Tasse Kaffee und dann würde ich sagen, rein in die Spins, Freunde. Wir haben eine ganze Menge vor heute. Lange ist es her, dass wir ein Wheelspin-Video gemacht haben. Ich freue mich. Die beiden Videos, oh, und da gehen wir direkt da. Da gehen wir direkt am legendären Auto vorbei. Im ersten Spin des Tages. Das ist doch schon wieder. Aber guck, ja, okay, ein Auto ist ein Auto. Ich sehe schon, das kann eine ganze Weile dauern heute. Wir schneiden natürlich auch ein bisschen zwischendrin. Die ersten beiden Wheelspin-Videos, die ich gemacht habe, sind sehr gut angekommen bei den Leuten. Und ich werde auch ständig gefragt, kommt mal wieder ein Wheelspin-Video. Es war also höchste Zeit. Und die 160.000 nehmen wir natürlich mit. Das schmeckt. Für einen normalen Wheelspin sind 160.000 wirklich gut, Freunde. Und, orange-schwarze Turnschuhe. Da sind die ersten Klamotten. Ja, okay. Da ist das erste Kosmetik gezogen. Ich meine, es gibt zumindest einen Trostpreis. Wenn man irgendwann alle hat, alle Klamotten, dann kriegt man keine mehr. Und wir machen direkt weiter mit dem Pelikan-T-Shirt. Wenn wir schon mal dabei sind, Klamotten zu sammeln, nehmen wir natürlich auch das Pelikan-T-Shirt mit. Oh, da ist ein 1995er Nismo drin. Den gibt es, glaube ich, nur in den Wheelspins. Sehr, sehr seltenes Auto, das wir gerne gehabt hätten. Es gibt ja eine ganze Reihe Autos, die man nur bei Wheelspins kriegen kann. Zum Beispiel diese Cadillac-Limousine und der Golf, den wir mal irgendwann gezogen haben. Also ich muss sagen, bisher sind die Wheelspins okay. Wir kriegen halt vor allem Kohle, ne? Also Geld. Ich meine, es gibt Schlimmeres. Solange wir jetzt hier 110.000 kriegen, das Geld läppert sich ja auch, da kann man Autos von kaufen. Da ist wieder was Legendäres drin. Was ist es? Was ist es? Gummistiefel. Ja gut, die kannst du behalten. Legendäre Gummistiefel. Oh, knapp an der Lederjacke vorbei, knapp an den Gummistiefeln vorbei. Zu den 170.000 nehme ich mit. Und für sowas gebe ich Geld aus.
Okay, vielleicht war das mit dem Geld für Klamotten und Hupen ausgeben doch keine so gute Idee. Wir sind nämlich bei Oh, Bruder. Ledershorts! Mann! Wir sind bei gefühlten 10 Spins und haben schon 5 Klamotten gezogen. Ledershorts, Junge. Ledershorts. 60.000 nehmen wir mit. Nächster, komm, nicht lang schnacken. Wir haben noch 270 Weeds. Oh Gott, Freunde, wie lang soll das Video denn werden? Da ist was Legendäres drin in dem... Ja, wir nehmen das blaukarierte Hemd. Wollte ich sowieso haben. Jetzt, wo wir die Holzfällerhütte im Wald haben, brauchen wir auch ein kariertes Hemd. So, hier sind wieder mehrere legendäre Sachen drin. Ein Helm und Geld. Wir nehmen aber lieber die grauen Schnallenschuhe. Die habe ich schon lange auf meiner Liste gehabt. Ich habe so eine Wunschliste mit Klamotten, die ich unbedingt haben möchte. Und da standen natürlich die grauen Schnallenschuhe ganz oben auf der Liste. Die Disco-Stiefel. Endlich habe ich sie. Und wo wir gerade schon bei den Klamotten sind, machen wir natürlich weiter mit dem schwarzen Trägerhemd. Legendäres Auto drin. Ich glaube sogar 2 legendäre Autos drin. Da, es ist, ja, drin sein und kriegen. Es ist immer das Thema, Freunde. Nur weil es im Weasman drin ist, heißt es nicht, dass man es kriegt. Da ist unser erster Legendary. Da ist unser erstes legendäres Auto. Ein 1963er Volkswagen Käfer. Ist vielleicht jetzt nicht das seltenste Auto, habe ich auch schon. Aber ey, es ist ein legendäres Auto. Nehmen wir mit. Ohohoho! Back to back, Freunde. 2 normale Wheelspins hintereinander und 2 legendäre Autos. Macht es mir nach. Wer hat gesagt, ich hätte nur Pech in den Wheelspins? Wer hat gesagt, ich krieg nur Klamotten? Das, schmeckt. So können wir von mir aus weitermachen. Jetzt sind wir drin, Freunde. Der Kaffee hilft. Jetzt sind wir im Flow. Pass auf, machen wir direkt noch einen dritten. Machen wir einen Hattrick. Kein Hattrick. Und noch ein Auto. Jetzt haben wir aber gerade wirklich einen Flow, was die Autos angeht. 1957er Isetta 300 Export. Und noch ein Auto. Aber es ist immerhin besser. Ein Auto ist besser als eine Klamotte. Ich habe nichts gesagt. Eine helle Chinohose. Ja, wir nehmen die Klamotten mit. Damit haben wir die ersten 10 Klamotten übrigens schon voll. Noch ein Auto. 2016er BMW M2 Coupé. Und noch ein Auto. Ford Shelby GT350R 2016er Baujahr. Und den habe ich, glaube ich, noch... Ja, okay, den haben wir schon. Da ist was Legendäres drin. Es ist ein Auto. Es ist ein legendäres Auto drin, Freunde. Ein CLK GTR. Ja, rein in die Abwehrschuhe. Die wollte ich haben. Grüße gehen an der Stelle raus an meinen ehrenwerten Rambos. Freunde, ich muss sagen, bisher bin ich wirklich nicht unzufrieden. Wir haben zwar schon viele Klamotten gezogen, aber wir haben auch schon eine ganze Menge Autos gezogen. Den kann man mal mitnehmen. Den habe ich aber schon. 200.000 ist ein guter Wheelspin bei den normalen Wheelspins, muss man sagen. Nehmen wir mit. Genauso wie 150.000. Nehmen wir auch mit. Das ist Geld. Das läppert sich. Wir haben eben irgendwie 17 oder 19 Millionen ausgegeben für Häuser. Die wollen wir ja auch wieder rausholen. Insofern nehmen wir das Geld mit. Hier, 175.000. 3 Spins hintereinander mit lilaner Kohle. Freunde, es läuft doch der Lachs. Es läuft doch. Da können wir uns doch nicht beschweren. 3-mal hintereinander lilanes Geld. Und jetzt... Der 2016er Lamborghini Aventador ist tatsächlich selten. Ich glaube, der ist nur in Wheelspins zu kriegen. Ich habe ihn tatsächlich schon, aber ich hätte ihn natürlich gerne genommen. Den kann man bestimmt gut verkaufen. Die rote, runde Sonnenbrille. Episch. Und ein 2016er Porsche Cayman GT4. Den weiß ich nicht, ob ich den schon hatte. Den habe ich schon. Und wir machen direkt weiter mit Porsche. Porsche nach Porsche hier. 2014er 911 Turbo S. Den habe ich, glaube ich... Den hatte ich noch nicht. Den hatte ich noch nicht. Okay, nehmen wir mit. Sehr schön. Oh, da waren 2, 3... Oh, nein! Ganz, ganz knapp am 911 GT2 RS vorbei. Freunde, ich glaube, ich habe das Ganze nicht durchdacht. Wie lange soll ich denn hier sitzen heute und am Hebel ziehen und Casino drehen? Muss ich mir noch 5 Tassen Kaffee holen. Ne? Schneller jetzt hier. Das Ding muss rotieren. Das Ding muss heiß laufen, bis es glüht im Getriebe. Ja, blaues Hemd, nehmen wir mit. Komm, weiter. Schneller. Ich habe damals mal im Wheelspin-Video den 2010er... Oh, legendär. Legendäre Biker-Handschuhe. Die wollte ich sowieso schon haben. Ich habe damals in einem Wheelspin-Video den 2010er Golf R gezogen. Und der ist halt grün. Da habe ich damals gesagt, ach, noch so ein grüner Golf. Was sollen wir damit? Und dann kamen die ganzen Kommentare unter dem Video. Boah, Walle, der ist voll selten. Den gibt's nur in Wheelspins. Der ist richtig viel wert. Und so gibt's halt ein paar Autos, die kannst du nur im Wheelspin kriegen. Ich habe den Lamborghini. Den gibt's auch immer nur über Wheelspins. Also, es gibt eine ganze Menge Autos, die man doch auch in Wheelspins kriegen kann, die schon ziemlich selten sind. Der Morris gehört allerdings nicht dazu.
Und Ölspur-Turnschuhe, da sehe ich mich doch. Und damit haben wir, glaube ich, 15 Klamotten voll. Ich habe schon nicht mehr den richtigen Überblick, aber irgendwas um die 15. Ich zähle es natürlich nachher dann auch, damit alles korrekt ist. Aber ein Tamo Racemo, den bin ich, glaube ich, mal in Forza Horizon 3 gefahren. Kann das sein? Ich glaube, da gab es den auch schon. Den hatte ich noch nicht. Okay, nice. Noch ein Auto, Bug Mono 2014, den habe ich auch schon, meine ich. Also man sieht ja relativ schnell, ob da was Legendäres bei ist. Wenn was bei ist, dann lasse ich es durchdrehen und wenn nichts bei ist, dann überspringe ich direkt. Das ist ja meistens eh Geld oder so. Und fast nochmal den Käfer bekommen, stattdessen einen hunigen Mazda RX-7 Turk Stallion. Da ist ein legendäres... Ah, es ist wieder ein Käfer. Oh, okay. Eine Forza Edition, Freunde. Forza Edition ist Forza Edition. Manche davon sind selten, manche sind nicht selten. Aber hin oder her, Forza Edition ist besser als das meiste, was wir rausziehen können. Vielleicht hatte ich den noch nicht. Den habe ich schon. Das Fett-Mollins-T-Shirt, da sehe ich mich drin. Und den marineblauen Pullover nehmen wir natürlich auch mit. Damit haben wir die 200 erreicht. Das heißt, wir haben jetzt 85 oder so. Es warten noch 200 und dann kommen erst die Super Wheelsmans, Freunde. Es ist... Das wird ein langes Video. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Wir bleiben drin. Mustang. Wir müssen auch ein bisschen schneller werden. Wir müssen einfach ein bisschen schneller werden, Freunde. Wir können jetzt hier nicht so lange schnacken. Nissan GT-R Black Edition 2012. Habe ich den schon? Den hatte ich noch nicht. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Wir haben durchaus schon eine ganze Menge Autos gezogen. Wir haben auch schon öfter lilanes Geld bekommen, was ja auch ganz gut ist. Noch ein lilanes Auto, Freunde. Es läuft bisher wirklich nicht so schlecht. Ein Volkswagen Desert Dingo Racing Stock Bug. Den habe ich, glaube ich, schon. Mit dem bin ich letztens mal ein Rennen gefahren. Ich habe nur ein bisschen die Sorge, dass wir so ein Wheelsman-Only-Auto ziehen, das ich schon habe. Oh, guck mal. Das legendäre Hühnerkostüm. Und wieder eine Mark in die Spardose für einen guten Zweck. Was ist denn los hier heute? Und da kriegen wir schwarze Stiefel. Da machen wir einen Strich. Wir sind, glaube ich, inzwischen bei über 20. Da sind auf jeden Fall legendäre Sachen mit drin. Da ist eine Forza Edition. Oh, die 250.000 hätte ich auch mitgenommen. Wenn wir die Klamotten einmal haben, dann kriegen wir sie nicht nochmal und dann kriegen wir stattdessen halt Geld. Also die Slots, die normalerweise von Klamotten belegt wären, sind dann irgendwann belegt von Geldbeträgen, so 2.000, 5.000, 10.000. Das heißt, irgendwann kriegst du zwar keine Klamotten mehr, aber kriegst dann ganz viel so kleine Geldbeträge. Bei uns sind allerdings noch Klamotten drin. Aber vielleicht, wenn wir heute fertig sind mit den Wheelsmans, wenn wir heute alle Wheelsmans aufgemacht haben, dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir vielleicht endlich alle Klamotten aus dem System gezogen haben. Das würde mich schon auch wundern, wenn ich dann immer noch Klamotten kriegen kann. Da ist auf jeden Fall ein legendäres Auto drin. Vielleicht sogar zwei. Nee, da sind Gummistiefel drin und ein legendäres Auto. Wir nehmen mit die 175.000. Das ist okay. Das ist okay. Und da ist die nächste Klamotte. Das rosa Hemd, Freunde. Endlich haben wir das rosa Hemd. Und direkt nochmal Klamotten hinterher. Die Paisley-Halbschuhe. Oh, da ist ein Diablo SV drin in dem Wheelspin. Lamborghini Diablo SV und ein legendäres Auto. Wir kriegen tatsächlich ein legendäres Auto. Da ist er, der nächste. Porsche 918 Spyder, 2014er Baujahr. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich habe den tatsächlich noch nicht. Zucker, richtig gutes Auto und kostet auch eine ganze Menge, glaube ich. Und den hatte ich, meine ich, noch nicht. Haben wir den schon? Den hatte ich noch nicht. Sehr schön. Ein absoluter Sahne-Wheelspin. Der Kleiderschrank füllt sich langsam. Der Kleiderschrank füllt sich. Und da ist wieder ein legendäres Auto drin im Spin. Ich glaube, es ist aber der Audi, den wir eben schon gezogen haben. Deswegen nehmen wir lieber die grüne Sporthose mit. Wo wir gerade beim Thema Klamotten waren. Mehr Klamotten. Und die Lederjacke nehmen wir auch noch mit. Vorhin sind wir kurz knapp dran vorbei. Aber diesmal sacken wir sie ein. Hier sind wieder legendäre Sachen drin. Da ist legendäres Geld drin. Da ist ein Helm drin. Da sind 5000 Credits drin. Legendäres Auto drin, legendäres Auto drin. Wir nehmen mit, oh, den Maranello hätte ich auch genommen. Ein Nissan Skyline, 1997. 150 Drehungen noch übrig, Freunde. Oh Gott. Aber ich habe ja auch lange keine Videos gemacht. Insofern können wir ja auch ein langes Video machen. Fast hätte man den Lancia Delta S4 bekommen. Ich habe das Gefühl, dieser 1963er Volkswagen Käfer ist sehr, sehr oft in den Wheelspins drin. Kann das sein? Da ist er schon wieder, guck mal. Wir haben den wirklich jetzt, wir haben jetzt, weiß ich nicht, wie viele Wheelsmans haben wir jetzt aufgemacht? 150 oder so? Und ein Ansteckschnurrbart. Sehr schön. Oh, wieder ein Strich und wieder eine Mark in die Kaffeekasse. Da ist ein legendäres Auto drin, wollte ich gerade sagen.
Und es ist ein Volkswagen-Käfer. Was ist denn mit diesem Käfer los, Freund? Das ist ja übelst... Ich opfere mich für den guten Zweck. Da nehme ich lieber mal hier das klassische Sportwagen-T-Shirt. Legendär. Da ist ein legendärer Hoonigan drin. Da ist ein legendärer Helm drin. Die Chance, was davon zu kriegen, besteht auf jeden Fall nicht. Ich habe noch nie versucht, meine Autosammlung voll zu machen. Es gibt ja ganz viele Autos, die man einfach im Autohaus kaufen kann für 20, 30, 40.000. Ein weißes Unterhemd. Mann, ey. Zum weißen Unterhemd passend die weiße Cargohose. Moderne Muscle Cars. Ein weiteres T-Shirt für unsere Sammlung. Eine weitere Marke in die Kaffeekasse. In dem Wheelspin ist mal wieder ein VW Käfer dabei, Freunde. Der ist sehr selten. Den hätte ich gerne. Den haben wir noch nie gesehen bisher. Und wir sammeln ihn natürlich noch ein zweites Mal ein. Ist das ein Meme oder was ist los mit diesem VW Käfer, Freunde? Wir ziehen ein legendäres Auto und ich kann mich nicht mal freuen. Der ist in jedem zweiten Wheelspin drin. Kann man da mehr für kriegen im Auktionshaus, ist die Frage. Ach komm, weg mit der Mühle. Weg! Und damit ist noch gut bezahlt. Er zeigt uns die ganze Zeit, oh, guck mal hier, legendäre Autos. Hast du Bock auf einen legendären Porsche? Kriegst du aber nicht. Hier, kriegst du eine rosa Hose. Die rote Mütze. Und direkt darunter ist auch noch die graue Mütze. Das heißt, auf die können wir uns auch schon freuen. Die werden wir sicherlich im Laufe des Videos noch irgendwann kriegen, die graue Mütze. Aber jetzt haben wir schon mal die rote. 2002er Corvette Z06. Da sind wieder legendäre Autos drin. Ich glaube sogar, ja, doch zwei legendäre Autos und legendäre Gummistiefel. Das muss halt erstmal schaffen. Oh, da wäre die Limousine gewesen. Direkt da drunter, der 2013er XTS-Limousine. Den habe ich zwar schon, aber den hätte man, glaube ich, ganz gut verkaufen können. Schade. 99, wir sind unter den 100, Freunde. Wir sind unter der 100. Und nehmen aber dafür die 200.000 mit. Wir fangen hier gerade erst an, Freunde. Und nehmen aber den Ariel Nomad mit. Den habe ich schon. Da ist ein legendäres... Oh, der legendäre Ferrari. Nein! Den hätte ich auch genommen, Freunde. Ach, Mann, es ist aber wirklich... Also, es ist einfach schlimm, wenn er einem die Autos so zeigt. So, du siehst sie so vorbei rauschen und denkst dir, den hätte ich haben können. Und dann kriegst du stattdessen irgendwas anderes. Dann kriegst du stattdessen einen rosa Rollkragenpulli oder sowas. Aber den Nissan hatte ich noch nicht. Den Nissan hatte ich noch nicht. Blaues Auto, nicht besonders selten. Aber der fehlte mir noch in meiner Liste. Oh Gott, nein. Ah, oh, Freunde, ein Ferrari Barchetta. Bestimmt so ein 10-Millionen-Auto, könnte ich mir vorstellen, oder? Diese Oldtimer-Ferraris sind doch meistens irgendwie 10 Millionen wert. Ein legendärer Spin, da sind schon wieder die Gummistiefel drin. Die werden wir heute auch noch kriegen, denke ich. Nehmen aber erstmal die blauen Stiefel mit. Aber auf jeden Fall habe ich diese legendären Gummistiefel heute schon sehr oft im Spin gesehen. Ich wette, die kriegen wir heute noch irgendwann. Und schon wieder an der Corvette vorbei ins nächste T-Shirt. Aber wirklich heute schon eine ganze Menge Autos gezogen, die ich noch nicht hatte. Bestimmt 10 Stück oder so, die wir jetzt in unsere Sammlung hinzugefügt haben. Die Viper müsste ich schon haben, glaube ich, ja. Ein legendärer Spin, da ist ein legendäres Auto drin. Es ist ein Lotus 11. Den habe ich aber tatsächlich letztens im Stream schon gezogen. Wir haben letztens im Stream auch mal ein paar Wheelspins aufgemacht. Da habe ich den Lotus 11 schon gezogen. Wieder ein legendäres Auto drin. Wir nehmen... Die Lederschiebermütze. Vorhin sind wir noch knapp dran vorbeigekommen. Jetzt nehmen wir sie mit. Es war jetzt noch nicht so der seltene Knaller dabei, wo man sagen würde, yes, den wollte ich unbedingt haben, der ist viel wert, aber es ist okay. Man muss auch mal zufrieden sein mit dem, was man hat. Hier sind wieder die legendären Gummistiefel dabei gewesen. Wir nehmen aber lieber die blauen Halbschuhe. Und die säuregewaschene Skinny Jeans. Da sehe ich mich auf jeden Fall auch drin. Und die rosa Stoffschuhe. Yes! Ich habe in echt, glaube ich, zwei Paar Schuhe, die ich anziehe. Zwei Paar Schuhe. Hier im Spiel habe ich jetzt gefühlte 150. Es sind anscheinend immer noch genug Klamotten da. Prestige 2, Level 186. Ich war der Meinung, ich müsste eigentlich langsam alle Klamotten haben. Wir nehmen mit die... Yes! Da sind sie doch! Da sind sie doch, die 250.000. Ich meine, das ist nicht so viel, aber... Wir sind jetzt oft dran vorbeigeschabt am legendären Geld und legendär im normalen Wheelspin sind 250.000. Einfach, dass man sie mal gesehen hat. 250.000 Credits rein! Die braune Bomberjacke, sehr schön. Sowas würde ich tatsächlich anziehen. Finde ich, sieht ganz schick aus. Und eine weitere Mark für einen wohltätigen Zweck. Da war schon wieder der Käfer. Ich werde heute Nacht im Traum von diesem Volkswagen-Käfer gejagt werden. Kann mir mal jemand in den Kommentaren erklären, warum es diesen Volkswagen-Käfer so oft in den Wheelspins gibt? Und das nächste Kleidungsstück in unserer Sammlung ist ein hellbrauner Kaban. Ich weiß gar nicht, was es ist. Für mich ist das so ein Mantel oder so. Noch 10 Millionen, dann haben wir unser Geld wieder raus. Wo oder mit wie viel haben wir angefangen? Doch, mit 36 Millionen, glaube ich.
Also gib mir noch 10 Millionen, dann haben wir unser Geld wieder drin. Ich habe aber auch wirklich lange gesammelt, muss ich sagen. Ich habe natürlich im Stream auch immer mal wieder, wie gesagt, wir streamen Forza aktuell sehr viel, mehrmals die Woche. Insofern mache ich auch immer natürlich im Stream ab und zu Wheelspins auf. Die schwarzen Halbschuhe, natürlich nehmen wir die mit. Extra für euch, extra für dieses Wheelspin-Video. 180.000, nehmen wir mit. Oh, legendäres Auto, legendäres Geld, legendäres Auto, legendäres Geld. Wir nehmen, oh, komm schon, an beidem vorbei. Ich glaube, über uns, der Volkswagen, den man da oben so leicht sieht, ich glaube, das war wieder ein 2010er Golf, den wir hätten teuer verkaufen können. Schade. Ein rosa Rollkragenpulli. Sehr schön vorne. Und 200.000 Credits, die lassen wir uns gerne schmecken. Ein BMW Z4, 2011er Baujahr. Die ganzen 10.000er, 5.000er Spins, die wir hier die ganze Zeit kriegen. Ich glaube nicht, dass sie euch besonders interessieren. Aber was euch natürlich interessiert, das dürfen wir nicht rausschneiden, sind die ganz schwarzen Stoffschuhe. Das wird heute Abend in der Tagesschau berichtet werden, Freunde. Das sind die wahren Neuigkeiten. Okay, Freunde, 15 Spins noch. Wir nähern uns den letzten 10. Bleibt dran, es ist noch nicht Schluss. Ja, wir machen noch weiter. Wird ein langes Video. Wieder ein Wheelspin mit dem legendären Auto drin. Und wir nehmen aber nicht den... Wir nehmen aber nicht den Sesto Elemento, wer sollte den auch haben wollen. Wir nehmen lieber die silbernen Stoffschuhe. Okay, 10 Spins sind noch übrig vorne. 10. 9. 8. Da ist er doch endlich. Meine Güte. 7. Oh, da ist ein legendäres Auto. Da ist ein legendäres Auto. Komm schon, noch ein bisschen weiter, ein bisschen weiter, ein bisschen weiter. Ach, komm. Ja, gut, aber 200.000. 200.000. 6. 5. 4. 3. Wir haben nur eine. Ich glaube, wir haben zwar ein paar legendäre Autos bekommen, zweimal den Käfer, aber ich glaube, wir haben nur eine einzige Forza Edition gezogen bisher, ne? Kann das sein? 2. Wieder eine Forza Edition drin, wo wir gerade das Thema hatten. Wäre jetzt mal die Gelegenheit fürs Spiel. Als ob wir in 280 Spins wirklich nur eine einzige Forza Edition gezogen haben. 1. Beziehungsweise es ist ja eigentlich 0. Ich habe die ganze Zeit falsch gezählt. Jaguar XFRS. Und damit sind die normalen Wheelspins durch. Und ich habe so ein bisschen Strichliste geführt nebenbei. Jetzt kriegen wir erstmal hier Autosammler voll. Da werden wir jetzt nochmal hier. Rang 42. Neues Level. Da kriegen wir auch wieder einen Wheelspin wahrscheinlich. 85 Autos oder sowas. 50 plus Klamotten. Wie viel Geld haben wir jetzt? 27. Ja, über 10 Millionen. Aber natürlich auch eine ganze Menge Klamotten, die mich teuer Geld kosten werden. Aber es ist ja für einen guten Zweck, mein Gott. Wir haben aber noch einen Wheelspin bekommen. Haben wir jetzt wirklich nur einen einzigen bekommen? Ein einziger. 7.000 Credits. Jetzt kommt der eigentliche Spaß. Jetzt geht's nämlich erst richtig los, weil jetzt gehen wir in die Super Wheelspins, Freunde. Und wie wir alle wissen, da warten doch die wahren Schätzchen und die wahren Belohnungen. Da haben wir jetzt erstmal 71 auf Lager. Wir fangen an, Freunde. So viele Super Wheelspins hat selten jemand auf einmal aufgemacht, glaube ich. Wir gehen rein. Das sind noch nicht alle, glaubt mir. Ich habe noch mehr. Ah, da ist doch die wahre, da fängt doch der wahre Spaß erst an, Freunde. Die Super Wheelspins sind doch nochmal ein deutliches Stückchen geiler. Aber eben auch schwerer zu kriegen. Und das sind doch die Super Wheelspins nach meinem Geschmack. Da geht's doch schon los. Drecksgame. Einfach nur Drecksgame. Ich guck gar nicht hin. Wir kriegen wieder nur grüne Klamotten und grünes Geld und den ganzen Rotz. Ist ein schlechter Scherz. Zweimal hintereinander. Ich meine, man muss ja sagen, das Gute bei den Super Wheelspins ist, da ist halt viel legendärer Kram drin. Da ist richtig viel legendärer Kram drin. Man muss ihn halt nur kriegen. Und da ist doch, guck mal, Freunde, da ist doch die nächste Forza Edition. Ein Renault Clio Forza Edition und ein Abarth 595. Davon werde ich heute Nacht Albträume kriegen. 500.000 Credits oben, 500.000 Credits unten. Komm schon, gib mir noch mal so einen richtigen Knaller, so ein richtig seltenes, so ein 10-Millionen-Auto. So ein 10-Millionen-Auto. Ja, gucke mal. Es ist immerhin die nächste Forza Edition. Man muss ganz ehrlich sagen, Forza Editions im normalen Wheelspin zu kriegen, ist anscheinend echt schwierig. Besser als nichts. Aber ich meine, in den Super Wheelspins hier, da sind doch so viele legendäre Autos bei, Mann. Jetzt gönn doch mal was. Immerhin nicht dreimal grün. Immerhin nicht dreimal grün. Aber ich meine, da sind so viele Autos drin. So ein 10-Millionen-Credits-Auto.
Den Alpha hatte ich schon, den können wir verkaufen. Ein legendäres Auto für unsere Sammlung. Das nehme ich doch gerne mit. Und die 500.000, die nehme ich auf jeden Fall mit. 500.000 legendäre Credits. So, weiter geht's vorne. Ich warte aber immer noch auf den absoluten Knaller. Auf so einen 10 Millionen Oldtimer. 10 Millionen Credits Oldtimer. Ah, eines der wenigen Kleidungsstücke, das uns noch gefehlt hat. Der cremefarbene Strickpullover. So, jetzt gönn doch nochmal, Freunde. Wir haben noch 60 Super Weed Spins und dann noch mehr. Es ist, also die Chancen, dass wir hier heute noch was Geiles kriegen, da ist die graue Mütze. Da ist die graue Mütze. Haben wir eben schon gesagt, die werden wir heute noch kriegen, Freunde. Die werden wir heute noch kriegen. Aber die Chance, dass wir hier heute noch was richtig Nices kriegen, sie ist noch da. Ich glaub noch dran. Ich hoffe, ihr glaubt auch noch dran. Diese verdammten grünen Weed Spins. Ein Reventon. Oh nein. Am Reventon vorbei zum Datsun 510. Ich nehme das Geld ja, aber dann gib mir doch wenigstens Legendäres. So, da sind wieder einige legendäre Sachen bei, würde ich sagen. Wir ziehen... Oh, so ein Porsche 959 würde ich... Och, nein! Och, wirklich nicht jetzt, Alter. Nein! Am Lancia vorbei, am 500.000er Credit vorbei, am Alfa Romeo 33S vorbei, der nebenbei 10 Millionen kostet. Oh, Jesus Maria. Also, es ist wirklich ein Trauerspiel, Mann. Da krieg ich schon Corona-Husten hier. Der Alfa Romeo wäre auf jeden Fall nice gewesen. Der ist richtig was wert. Den gab es zwar jetzt letztens in der Wochendings, aber... Oh, oh. GT3 RS4 2012. Habe ich den schon? Ich glaube, den habe ich schon. Den habe ich noch nicht. Oh, ein epischer Porsche für meine Sammlung. Den nehme ich natürlich mit. Den? Och, guck mal. Da ist sie doch. Da ist sie doch, die graue Mütze. Ich hab doch drauf gewartet, Freunde. Ich hab's eben noch gesagt, die graue Mütze werden wir heute noch kriegen. Wo ist sie? Da ist sie. Zweimal Klamotten, obwohl wir kaum noch welche kriegen können. Ich glaube, somit das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist die, sind diese gelb legendären Gummistiefel da. Jetzt haben wir nochmal zwei Klamotten gezogen. Jetzt sollte wirklich kaum noch was drin sein. Ich hab vergessen. Sorry, Freunde, ich vergaß. Die blaue Lederjacke. Natürlich. Wie konnte ich die vergessen? So, nächster Super Weed Spin und wir gehen rein. Da habe ich noch mehr Klamotten gesehen übrigens gerade. Oh, ein Triple Auto Spin. Habe ich tatsächlich, glaube ich, alle schon. Und ist auch keiner selten von mal, nicht? Insofern verkaufen wir alle drei. Aber drei Autos. Da war wieder ein Wir sind inzwischen übrigens schon wieder über 30 Millionen. Wir sind jetzt bei 30,8 Millionen. So nicht. So nicht. Nein, nein, nein! Oh. Der McLaren auf 1. Der McLaren. Und da oben der Maserati, da unten der Ferrari. Oh, Freunde. Es ist doch schon wieder... Also den McLaren auf 1 hätte ich gerne mitgenommen. Haben wir noch Klamotten drin? Ich habe da einen Rock gesehen. Vielleicht könnten wir den Rock kriegen. Das war ein Scherzspiel. Das war ein Scherz. Mein Kaffee ist inzwischen kalt, aber kann auch kalten Kaffee trinken. Vielleicht lieber doch keinen kalten Kaffee trinken. Oh, guck mal. Ein Lambo. So. Oh. Ah, oh, da sind die Gummistiefel gewesen vorne. Ich sag euch, Freunde, die legendären Gummistiefel kriegen wir heute noch. Genau wie die graue Mütze. Irgendwann kriegen wir sie alle. Kein Kommentar. Auf allen drei Slots was Legendäres bei. Alle drei haben was Legendäres dabei. Ja. 3x20.000. Ein John Cooper Works Mini. Habe ich den schon? Den hatte ich noch nicht. Ich glaube, wir haben aber... Also, ich meine, die Spins sind okay soweit, aber wir haben, glaube ich, noch kein einziges Wheelspin-Only-Auto bekommen. Kann das sein? Aber ey, ein 458 Speziale. Ah! Wow! Ein sehr schönes Auto. Meiner Meinung nach eines der Autos mit dem allerschönsten Sound auf der ganzen Welt. Lexus LFA, Porsche Carrera. V10-Geschrei ist einfach geil, Freunde. V10-Geschrei ist einfach... Porsche Carrera hat so einen schönen Sound.
Den hatte ich noch nicht. Dann war das ein sehr, sehr guter Wheelspin, Freunde. Ein Porsche Carrera, der mir sogar noch gefehlt hat. Das war dann aber tatsächlich... Guck mal, jetzt hätten wir ihn gerade fast nochmal bekommen. Das wäre ja lustig gewesen. Zweimal hintereinander. Vielleicht fahren wir den demnächst mal im Livestream, den Porsche Carrera. So ein schönes Auto. Sind ein paar Autos dabei, über die ich mich freue. Audi A8 und Hoonigan Escort haben wir, glaube ich, beide schon. Können wir eigentlich beide verkaufen. Am Anfang hatte ich wie viel? 36 Millionen oder sowas? Ich meine, mit diesen Spins hier, mit diesen triple grünen Geldspins, die wir die ganze Zeit kriegen, wird das nichts. Aber wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg, dass wir knapp über 36 Millionen rauskommen. 300.000 sieht schon besser aus. Den nehmen wir mit. 34 Millionen auf dem Konto. Und knapp an der Forza Edition vorbei. BMW M5, Baujahr 88, Forza Edition und nochmal ein Ford Capri und nochmal 190.000. Es gibt schlechtere Spins, Freunde. Es gibt schlechtere Spins. So, legendäre Porsches, legendäre Oldtimer sehe ich hier. Haben wir Glück oder haben wir es nicht? Da sind doch sicherlich noch mehr, da ist doch mehr drin, Freunde. Da ist doch mehr drin. Da geht doch noch was. Komm schon. Nein, nicht sowas. 5.000, 5.000, 15.000. Das ist doch, Freunde, es ist doch wirklich... Und da ist die nächste Forza Edition. Ein Caterham R500 in der Forza Edition mit Drift Boost. Ich glaube, den habe ich noch nicht. Den habe ich schon. Immerhin. Und knapp am GT2S vorbei. Aber die 400.000 nehmen wir mit. Damit sind wir bei 35 Millionen. Und die nächste Forza Edition. Auch den habe ich schon. Aber hey, Forza Editions nehme ich immer gerne mit. Ein VW Typ 2. Ich wollte gerade sagen, jetzt läuft's, aber da war schon die nächste Forza Edition, aber nee. Ferrari F355. Das ist doch ein okayer Spin, Freunde. Ey, ohne Witz, der ist nicht schlecht. Guck mal, legendäres Geld, ein Lambo Murciélago und noch ein Iron Knight. 400.000 kriegen wir für den Iron Knight. Holy shit, das ist gar nicht so wenig. Und den Lambo. Den Lambo hatte ich nicht. Den Lambo hatte ich nicht. Freunde. Den Murciélago hatte ich noch nicht. Ey, wir haben heute wirklich, ich muss nachher nochmal, wir haben, guck mal, Porsche, den Porsche RS4, Porsche Carrera, den Lambo Murciélago, da waren einige Autos bei, die wirklich, die ich noch nicht hatte. Und nochmal zwei epische Autos, den Ford hatten wir anscheinend auch noch nicht, den Ford GTC oder was das da war, den hatte ich auch noch nicht. Jetzt läuft's langsam, nochmal 400.000, jawohl, wir sind bei 36,3, weiter geht's, jetzt läuft's auch langsam, jetzt haben wir wirklich einige Sachen bekommen, die gut sind. Ich muss sagen, den Diablo SV hätte ich schon mitgenommen. Kriegen wir die legendären Gummistiefel noch, ist die Frage, die wir uns alle stellen. Und da sind sie, nein! Was ist das denn? Was ist das denn? Als hätte ich es gerochen, ey. Als hätte ich es gerochen, Freunde. Ich sage, kriegen wir die legendären Gummistiefel noch, ist die Frage, die wir uns alle stellen. In dem Moment kommen sie. Also, ich bin ein Prophet. Ich bin der Hellseher. Ich hab's heraufbeschworen. Ich sag noch, da sind die legendären Quack-Gummistiefel. Okay, weiter geht's. Scheiße. Wir sind links an zwei legendären Autos vorbei. Hier am Ford Falcon in der Focus, in der Forza Edition und. Da ist schon wieder. Oh, der E63. Den gab's ja jetzt letztens. Den E63 gab's jetzt letztens, aber. Ich weiß nicht, ob man den einfach kaufen kann. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da wäre auch nochmal ein VW Käfer gewesen, falls wir den noch nicht gehabt hätten. Wieder Triple Grün. 7. Wieder Triple Grün. 6. Ich kann mir das nicht mehr angucken. Diese dreifach grünen Spins. Ich kann mir das nicht mehr angucken vorne. Es ist ein Trauerspiel. Immerhin die 160.000. Wir haben jetzt offiziell mehr Geld als am Anfang dieses Videos. Und damit haben wir auch das Muscle Cars T-Shirt. 4. 3. Ich brauche eigentlich gar nicht runterzählen, weil ich habe danach noch mehr Super Wheelspins, Freunde. Aber wieder Triple Grün. 2. Ich gucke gar nicht mehr hin jetzt. Ich gucke nicht mehr hin. Ich will gar nicht sehen, an was für legendären Sachen wir vorbeigehen. Oh, 250.000. Und das ist der letzte Super Wheelspin von denen, die wir jetzt noch haben. Gebt doch jetzt nochmal was, gönn doch nochmal. Macht doch nochmal zum Abschluss hier nochmal einen saftigen... Neue Belohnung, Wheelspin. Gehen wir wieder rein hier, natürlich. Nehmen wir nochmal mit.
und kriegen eine weitere Klamotte. Aber falls ihr dachtet, wir wären jetzt schon fertig mit Super Wheelsmans, nein, sind wir nicht, denn ich habe nicht nur die Super Wheelsmans angespart, die wir jetzt gerade aufgemacht haben, ich habe sogar noch die geschenkten VIP-Super Wheelsmans aufgespart und das schon seit Dezember. Weiter geht's. Wir sind noch lange nicht fertig hier, Freunde. Ihr habt gedacht, kurzes Video, nix da. Die nächsten 400.000, weiter geht's, nächster Spin. Damit wir auch wirklich damit... Oh. Legendärer Unicorn. Geil, nehmen wir mit. Ich habe seit Dezember habe ich meine VIP-Super Wheelsmans aufgespart, damit sich das Video hier auch lohnt. Damit wir auch wirklich hier mal reingehen können und wirklich mal ein saftiges Wheelsmith-Video machen können. Nicht so hier, wir machen mal 20 Super Wheelsmans auf, sondern über 100 Super Wheelsmans und knappe 300 normale Wheelsmans. Es muss sich ja auch lohnen, Freunde. Und dann nehmen wir einen weiteren Triple Auto Spin mit. Wieder ein Ford Falcon in der Forza Edition. Den Three Wheeler und den Land Rover. Haben wir aber, glaube ich, alle drei schon. Ein McLaren 650S. Können wir verkaufen für 210.000. Ich habe euch angekündigt, das wird ein krasses Wheelsmith-Video. Nochmal drei Autos. Allerdings haben wir auch die alle schon, glaube ich. Verkaufen wir, behalten wir, verkaufen wir im Auktionshaus. Zack, weg mit dem. Nächstes. Ein 458. Sollte man eigentlich ganz gut verkaufen können für 112.000. Wer dachte, dass meine ersten beiden Wheelsmith-Videos krass waren und dass wir da viele aufgemacht hätten? Da haben wir irgendwie 85 normale Wheelsmiths aufgemacht. Heute fast 300 plus 100 Super Wheelsmiths. Das ist insane. Es ist insane. Das ist vielleicht sogar das krasseste Wheelsmith-Video, das ihr je gesehen habt. Ich glaube, so viele Wheelsmiths hat selten jemand auf einmal aufgemacht. Dodge Viper 216. Verkaufen wir. Weiter geht's. Aber ich glaube, hier ist nicht viel Legendäres zu holen in dem Wheelspin. Ja, schwierig. Aha! Ein Lotus 340R und ein Hoonigan Nova. Ich weiß nicht, ob ich den Hoonigan Nova schon habe. Den habe ich noch nicht. Da habe ich also wirklich auch heute meine Sammlung ein bisschen vervollständigt. Viele Autos bekommen, die mir noch gefehlt haben. Und wir nehmen nochmal hier den doppelt epischen Spin mit. Ein DB11 und ein GT2 Porsche. Boah, 275.000 kriegen wir für den Porsche. Das schmeckt natürlich ganz gut. Wir sind bei 40,6 Millionen jetzt. Und da muss natürlich auch nochmal ein Triple Grüner dahinterher kommen. Das wäre ja sonst auch schon zu schön, um wahr zu sein. Die nächste Forza Edition. Ein Peugeot 205. In der Forza Edition habe ich, glaube ich, auch schon. Aber tun wir zum Fuhrpark hinzufügen. Oh, eine mintgrüne Krempelhose. Den... Oder gar... Ach komm, nee, wirklich. Es ist doch wirklich lächerlich, Freunde. Es ist doch wirklich lächerlich, wie viele Spins wir heute gezogen haben mit dreimal grünem Geld. Oh, da ist ein Ferrari FXXK drin. Den würde ich gerne nehmen. Ich glaube, den habe ich auch noch nicht. Oh, wow. Bam, Junge. Es geht doch, Freunde. Es geht doch. Wir gehen nochmal rein in den FXXK. Jawollo. Kurz vor Schluss hier nochmal. So will ich das doch haben. Ich sehe ein Auto, ich sage, den würde ich nehmen und zack, kriegen wir ihn. Und den hatte ich noch nicht. Yes! Das war doch mal nochmal. Das ist doch nochmal Balsam auf der geschundenen Seele. Nach diesen ganzen grünen Spins. Da waren... Ford Transit Supervan und 400.000. Nehmen wir mit. Andere Leute haben natürlich viel, viel mehr Glück. Andere ziehen hier ein legendäres Auto nach dem anderen raus. Bei meinem Glück muss ich mit dem, was wir heute geschafft haben, schon sehr zufrieden sein. So, wir nähern uns jetzt den letzten Wheelspins. Das sind jetzt wirklich langsam die letzten. Wir haben, einen Aston Martin DB5. Habe ich den schon? Können wir den im Auktionshaus verkaufen für mehr als 400.000? Wahrscheinlich nicht, ne? Also wir haben wirklich jetzt auch die anderen Mittel und Wege genutzt, um noch an Wheelspins ranzukommen, halt über die Spielerhäuser etc. Und, dann halt hier die ganzen VIP-Nachrichten noch und dann sind wir aber gleich wirklich durch. Wir nähern uns langsam aber sicher dem Ende. Nehmen nochmal die 250.000 mit. Und jetzt haben wir es dann heute endlich mal geschafft, das Ganze hier aufzunehmen und ein bisschen am Automaten zu drehen und ganz, ganz viele grüne Spins rauszuziehen. Es ist wirklich, es ist wahrscheinlich neuer Rekord. Den Nissan hätte ich mitgenommen. Da war ein Nissan R390, oder wie der heißt, legendär. Ein Urus. Ein Lamborghini Urus. Und kriegen nochmal einen Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series. Den habe ich schon mal im Wheelspin gezogen. Und ich muss tatsächlich sagen, das ist eines meiner absoluten Lieblingsautos im Spiel. Wenn ihr den noch nicht gefahren seid, fahrt den mal. Tunt den auf S1900. Richtig geiles Auto. Macht richtig Spaß zu fahren. Sieht geil aus. Sound ist nice. Nochmal ein Spin. Ein Porsche Macan. Und jetzt ist der traurige Moment gekommen. Geht es an die letzten zwei Super Wheelspins.
Komm schon, Spiel. Jetzt ist nochmal die Gelegenheit. Jetzt kannst du nochmal was raushauen. Jetzt kannst du nochmal so einen richtigen, saftigen Braten auf den Tisch hauen. Der letzte Super Basement, Freunde. Du brauchst mindestens 3 freie Plätze in deinem Fuhrpark und einem Super Basement zu drehen. Och. Ein einziger Wheelsman fehlt uns. Und jetzt sagt er mir, meine Garage ist zu voll. Wir gehen rein in den letzten Super Wheelsman des Tages. Okay, komm schon, Spiel. Komm schon, Spiel. Hau noch mal einen raus jetzt. Gönn noch mal. Gönn noch mal was Gutes. Es ist eine Vorzeit-Edition. Ja, okay. Wobei, sagte ich gerade, letzter Wheelsman des Tages? Ich meine, es gäbe da die Möglichkeit, einen Super Wheelspin zu bekommen. Wir machen heute alles in unserer Macht Stehende, um Wheelspins zu drehen. Und wenn wir dafür Automeisterungen machen müssen, dann machen wir auch das. Die 120.000 nehmen wir mit, aber eigentlich wollen wir hier oben den Super Wheelspin haben. Bei den meisten aus gibt es nur normale Wheelspins, aber bei der Toyota Supra oder bei dem Toyota Supra gibt es tatsächlich einen Super Wheelspin. Für 10 Fähigkeitenpunkte. Insofern bleiben wir drin. Habe ich gesagt, wir wären fertig? Nein, sind wir nicht, Freunde. Das hat sich ja gelohnt. Dafür skill ich doch gerne die Fähigkeitenpunkte. Für die 40.000 Credits. Aber Gott sei Dank habe ich ja 2 Toyota Supra. Insofern grandios. Grandios. Ah, wir haben noch einen Wheelspin. Wir hatten sogar 2, Freunde. Wir hatten sogar 2. Schön. So. Und dann skillen wir natürlich auch hier noch hoch zu dem Super Wheelspin. Das ist jetzt offiziell der letzte Super Wheelspin dieses Videos. Rein! Oh, der Salen! Ah, schade. 175.000. Na gut, komm. Damit haben wir jetzt 43,724 Millionen auf dem Konto. Wir haben angefangen, nachdem wir die Häuser gekauft haben, mit 17,696 Millionen. Ich rechne ganz kurz aus im Kopf. Ich habe Mathe, Abi, NRW. 724,366 minus 26.028.000 Credits haben wir heute gemacht. Außerdem eine ganze Menge Klamotten. Und natürlich auch eine ganze Menge Autos. Es war nicht so das Krasse dabei, was ich mir vielleicht erhofft hätte. Aber wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge Autos bekommen, die mir noch gefehlt haben. Wir haben legendäre Autos bekommen, wir haben Vorzeit-Editions bekommen. Ich werde dann natürlich im Schnitt des Videos nochmal genauer nachzählen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Ich habe so ein bisschen Strichliste geführt. Es sind auf jeden Fall 10, 20, 30, 40, 50, 60, über 60 Klamotten. Und ich wollte ja pro Kleidungsstück 2 Euro spenden. Das heißt, das sind auf jeden Fall über 120 Euro. Ich werde das sicherlich noch ein bisschen aufrunden. Haben wir noch was Gutes gemacht nebenbei. Wir haben auch knappe 160 oder 170 Autos rausgezogen. Da waren natürlich auch viele Grüne bei, aber auch viele, die wir noch nicht hatten. Hat sich doch gelohnt, würde ich sagen. Und wenn ihr mehr sehen wollt, wenn ihr mehr Unterhaltung wollt, dann schaut auf jeden Fall bei Twitch vorbei. Ich bin, wie gesagt, jeden Tag live. Wir spielen auch aktuell relativ oft Forza. Wir spielen Eliminator, wir machen die Season-Sachen. Vielleicht könnt ihr ja sogar mal mitspielen, wenn ihr donnerstags Lust und Zeit habt. Danke für alles. Euch einen schönen Tag. Euer Walle. Bye, bye.